Gar nichts übernabbe. Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Video. Das war Samira. Samira, sag Hallo! Wow, welche Stimme. Es ist Sonntagmorgen und wie immer mussten wir am Sonntagmorgen um 8 Uhr aufstehen. Weil Welpenschule ist, der kleine Mann liegt hier schon unten in seinem Körbchen und wartet ganz geduldig auf die Welpenschule. Gell, gleich geht's richtig Spaß haben mit den anderen Welpen, ha? Richtig bisschen flexen. Vorsicht. Ja, da kommt er hinterher. Sitz, da hat er Essen, da hat jemand das. Ist natürlich auch interessant. Ich verstehe das voll und gar nicht. Scheinbar. Sitz, da. Aber echt, ja? Nein. Die wiegt jetzt schon mal früh auf. Ja, ich habe so manche, die mir sagen, so Leute, wie stehe ich eigentlich noch nicht auf? Das kannst du mir gar nicht erlauben, ich habe ein Kind. Das ist auch so eine Gängigkeit, ne? Ihr müsst euch auf einen Platz, meine Kinder, die sind hier. Ich habe so eine schöne Zeit zu spielen. Heute war Happy richtig wild unterwegs. War ganz schwer zu kontrollieren. Dafür ist er jetzt umso süßer auf Samiras Schoß. Der hat einfach heute gemacht, was er wollte. Keine Ahnung. War schwer zu erziehen heute. Bock hatte der Leute auf uns. Ja. Aber wenn er so da liegt, was soll man da machen, gell? Soll man dem dann böse sein? Nein. Wie soll man dir böse nicht sein? Schau, nicht böse. Lieb. Ja. Ein intimer Moment, hallo. Ein intimer Moment. Ein Mutter-Kind-Moment gerade. Achso, nee, weil. Er schlägt sich da. Ja. Ne, dass das ein Hundeporno das ist wird. Pornografie, was du hier immer. Haben uns jetzt was zum Frühstück gemacht. Bei mir gibt's Smoothie. Happy ist mein Smoothie. Ist meiner. Hat das abgelenkt? Nee, das Röhrchen. Oh, wie eklig. Happy, hör mal auf jetzt. Happy. Und dazu gucken wir Squid Game. Man sieht's, glaube ich, ein bisschen schlecht. Aber die letzte Folge. Sind gespannt, wie es ausgeht. Hat uns schon auch ein bisschen in den Bann. Aber meint ihr, ich hätte noch mehr reinbekommen in das Glas? So, bevor jetzt hier aber irgendwas unternommen wird und der Sonntag seinen Lauf nimmt, wollte ich euch noch was zeigen. Samira und ich waren nämlich gestern shoppen, relativ spontan. Eigentlich, weil wir nur so ein bisschen was mit der kleinen Maus machen wollten und in die Stadt wollten. Dann hat es uns auf den Kudamm verschlagen und dann hat es mich in Zara verschlagen und hat es mir noch ein paar andere Läden verschlagen und dann war mein Konto auch schon ein bisschen leichter. Naja, wie auch immer, ich zeige euch jetzt mal kurz die Klamotten, weil ich finde, für 1,5 Stunden, in denen wir auf dem Kudamm waren, lief das echt ganz gut, muss ich sagen. Und zwar sind das die ganzen Teile, die ich gestern gekauft habe. 2 Hemden, einen dünnen Pulli, eine Weste, eine Winterjacke und eine Jeans. Die Jeans hier habe ich bei Zara gekauft. Da wollte ich unbedingt noch so eine Destroyed schwarze einfache Jeans. Die fand ich eigentlich ganz cool und die ist total bequem. Dann noch diese beiden Hemden in Gelb und einmal in komplett bunt. Die fand ich richtig cool und die sind so ein bisschen wärmer. Für den Winter kann man dann so einfach drüber ziehen über einen Pulli oder über ein T-Shirt. Das hier ist ein einfacher, relativ dünner Pulli von Zara. Und dazu habe ich noch diese Weste hier gekauft, die ist auch von Zara. Die fand ich eigentlich richtig cool. Das macht mal was anderes, mal kein Hoodie, sonst habe ich immer nur Hoodies an. Und die ist relativ dünn, das sieht man hier vielleicht. Aber ich fand die richtig cool. Und vor allem in Kombination fand ich die beiden echt cool. Das ist jetzt die Weste plus direkt dieser Pulli dazu. Also den Pulli hätte ich, glaube ich, so nicht gekauft. Da hat Samira mir einfach wieder ein bisschen Input gegeben, dass das zwei richtig cool kombiniert zusammen aussieht. Und wie gesagt, sowas hatte ich noch gar nicht. Deswegen musste das jetzt auch mal in diesen Kleiderschrank mit rein. Das hier ist noch die Winterjacke. Die ist mal komplett weiß. Dieses Jahr wollte ich unbedingt eine weiße Winterjacke haben. Ich kaufe irgendwie jedes Jahr eine Winterjacke, obwohl ich mir jedes Mal sage, nein, das reicht so, ich habe genug Winterjacken. Aber die ist jetzt ziemlich warm und weiß, wie ich sie haben wollte. Ist eigentlich komplett die gleiche Farbe wie die Weste auch. Hey Leute, seid mal ehrlich, ist doch nice. So, man hat immer nur schwarze Jacken. Da muss man ein bisschen Farbe in den Winter rein. Nee, weiß ist, glaube ich,
Wenn man richtig ist, auch keine Farbe. Aber, Leute, die ist doch cool. Seid doch mal ehrlich. Papa Jonas und Mama Samira sind jetzt auf geheimer Mission unterwegs. Unser Kind liegt zu Hause brav im Bettchen. Schlecht. Haben wir im Griff. Zeigen wir gleich. Wir lassen den nämlich nie aus den Augen. Und wir sind jetzt gerade in der Nähe von der Museumsinsel unterwegs und wollten ein paar Bilder machen, weil diese kleine Maus halt schon wieder so schön aussieht. Dann schauen wir mal, ob das was wird mit uns. Am besten ohne Streit und schöne Bilder. Wo ist denn was von beiden das größere Problem? Das ohne Streit. Nee, obwohl, in letzter Zeit streiten wir nicht mehr so oft, wenn wir Bilder machen. Früher waren Bilder immer problematisch, da hatten wir immer andere Vorstellungen jeweils. Ja. Und hier ist unsere Maus zu Hause mit Überwachungskamera. Er schläft gerade richtig schön. Muss drauf tippen vielleicht jetzt. A sleeping goddess. So, zeig mal die ganze Wohnung, kann man da sehen. Hier schwenken. Ist halt immer brutal laut, gell, wenn man aber schwenkt. Er hört es anscheinend nicht, gell? Nee, er schläft auf jeden Fall und wartet auf Papa und Mama. Bis sie wieder nach Hause kommen. Mama eigentlich. Oha. Session bei Mira und Jonas beendet. Wir haben uns nicht gestritten. Meine Fotos, Videos waren dafür katastrophal. Das sagt ist, Jonas immer nur. Ist gar nichts geworden, aber... Jonas ist jedes 90% der Zeit, wenn wir Fotos machen gehen, sagt Jonas, dass es bricht dann ab, sagt, oh nee, ich gefall mir nicht, das zeig wird mir, nix. Dass ihr doch nicht mit der U-Bahn gekommen seid. Ja, hier unser Auto. Ja, aber er sieht eigentlich die ganze Zeit gut aus. Ich verstehe es wirklich nicht. Naja, gut. Also ist Quatsch, was die erzählen, merkt das selber. Nein. Mausi schläft noch in aller Ruhe. Familie kommt zurück. Happy. Mein Engelchen. Hallo, du kleine Maus. Hallo. Du hast das so fein. Das war toll, Happy. Toll, fein. Der denkt jetzt so, alles klar, jetzt seid ihr halt wieder da, gell? Ja, und jetzt? Ich bin immer noch müde. Guck, der rennt direkt wieder ins Bett. Könnt jetzt auch wieder gehen. Ja. Aber Happy, wir müssen Pipi-Kaka machen. Ja. Gehen wir jetzt halt kurz Pipi-Kaka machen, hä? Pipi-Kaka sieht euch. Ja, erstmal Papa Hand abschlecken. Mm. Happy hatte heute seinen ersten Auftritt bei uns im Büro. Das erste Mal. Samira hat ihn vorbeigebracht um 16 Uhr. Ich habe jetzt gearbeitet bis 18.30 Uhr ungefähr. Das heißt, er war 2,5 Stunden da. Er musste zweimal aufs Klo und er ist dann auch echt raus. Ich habe ihn rausgebracht. Hey, danke schön, Mausi. Und das hat echt richtig gut funktioniert. Also der hat viel mit den anderen gespielt. Er war aber auch total ruhig unter meinem Bettchen und hat ein Early gegessen. Und jetzt fahren wir nach Hause und dann kommen heute noch Freunde zum Abendessen. Dann trinken wir ein bisschen ein Weinchen und essen Sushi. Und die kleine Maus kriegt auch mal was zu essen, gell? Achtung, süßer wird es heute nicht mehr. Da trägt wieder mal jemand seine Decke spazieren. Happy, die gehört doch in deinem Bettchen, die Decke, ha? Oh, was hat das? Hast du das gehört? Ich komme euch hoch. Halloween Special mit dem Jan Jonas.
Mir mit Ramira. Nein. Was? Ah! Höchstens. Aus. Jetzt hat er fast gewürgt. Ja. Warum finde ich nicht meine Zähne putzen? Jetzt haben wir aber schon lange nichts mehr gefilmt. Wir hatten gestern einen kleinen Unfall mit der Maus. Samira, darf ich es überhaupt erzählen mit unserem Mäuseunfall, ohne dass man denkt, dass wir Rabeneltern sind? Naja, ich erzähl's jetzt mal. Ich bin hier ins Schlafzimmer reingelaufen. Die kleine Maus ist auch reingelaufen, wie der es immer macht, weil der immer hinterherläuft, wenn man irgendwo hinläuft. Und dann ist der hier zum Fenster gelaufen, hier hinten, und diese Dings war nach unten, also die Jalousie habe ich ganz nach oben gemacht, deswegen hing hier ein ganz langer Faden nach unten von der Jalousie. Und ich war am Kleiderschrank, also auf der anderen Seite, und dann kam Happy plötzlich an und hatte die Schnur von der Jalousie um seinen Fuß gebunden, war alles noch locker, der hat es überhaupt nicht gemerkt. Und dann bin ich hin, wollte die wegmachen und auf einmal ist er Vollsprint los und das hat sich um seinen Fuß gezogen und halt immer enger gezogen, weil er hat ja auch keine Ruhe gegeben und der hat so Schmerzen gehabt, glaube ich, oder der war voll aufgewühlt und der hat so laut geschrien. Wenn manchmal irgendwas passiert, so, dann schreit er kurz auf, aber das war so laut und der hat gar nicht mehr aufgehört zu schreien und das war echt krass schlimm. Auf jeden Fall hatte Samira aber gerade AirPods drin, hat Musik gehört und hat nichts gehört. Und ich konnte das halt nicht, es war so fest drum umgewickelt, ich habe es versucht wegzumachen, aber es ging nicht, man musste es aufschneiden. Und ich habe immer wieder gerufen, Samira, 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 ohne Ende, und die hat nichts gehört. Und irgendwann kam sie dann aber doch rein, weil sie dachte, okay, das ist jetzt doch kein Kind, sondern das ist bei uns. Und dann hat sie Happy festgehalten und ich habe eine Schere geholt und habe das Ding durchgeschnitten und danach, der wollte gar nicht mehr ins Schlafzimmer. Der wollte gar nicht mehr berührt werden. Boah, das hat so weh. Pack's euch. Als Elternteil, das war schlimm. War aber auch nicht die einzige Auffälligkeit, die es mit Happy diese Woche gab. Samstag war ich ja mit ihm beim Tierarzt und als ich zu Hause ankam, fragt, Alter, das ist ja ganz schlimm da oben, fragt Samira mich so, und, wie viel hat es gekostet? Und ich so, ich habe vergessen zu bezahlen. Ich bin einfach rausgelaufen aus der Praxis und dachte halt so, ja, das ist so wie bei Menschen, die Versicherung wird es jetzt bezahlen, aber es gibt ja keine Versicherung, oder wir haben zumindest keine. Und ja, jetzt muss die noch bezahlt werden, die Rechnung. Das war es aber auch schon von meiner abendlichen Erzählstunde. Es ist auch schon wieder Zeit fürs Bett. Es ist nämlich jetzt auch schon 0 Uhr. Samira, komm jetzt mal schlafen. Gute Nacht. Good morning. Der kleine Mann hier, der schon ganz schön gewachsen ist, der ist noch richtig müde. Ich habe ihn gerade aus seinem Bettchen rausgeholt. Und ich, wir gehen jetzt auf die Arbeit und dann bleibt er bis zum Mittag bei mir, gell? Bis wir am Wochenende machen. Oder nee, bis du Wochenende machst, ich noch nicht. Dann holt Samira ihn ab. Und ich muss mal ein bisschen weiterarbeiten. Geh, du kleine Mausi. Hä? Happy, machen wir das so? Und von meiner Seite aus, Leute, war es das dann auch schon mit diesem Vlog. Ich muss ein bisschen leise reden, weil Samira noch im Bett ist. Es ist 7.20 Uhr. Mal wieder vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Der Kleine und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.